Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 63, Antrag vor einer Aktuellen Stunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielfalt als Chance begreifen, Türkisch als Fremdsprache an hessischen Schulen, Drucksache 20-8565. Und als erstes hat der Abgeordnete May das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ziel unserer Koalition ist es, dass wir die individuelle Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schülern fördern, weil die Mehrsprachigkeit ist eine Schlüsselqualifikation in einer immer globalisierter werdenden Welt. Daher haben wir bereits im Laufe der Wahlperiode das Fremdsprachenangebot ausgebaut, nämlich um die Fächer Polnisch, Portugiesisch, Chinesisch und Arabisch. Und damit schaffen wir bereits viele neue Bildungschancen in unserem Land. Im Zuge der Erweiterung des Fremdsprachenkatalogs gab es im vergangenen Jahr aber auch eine breite öffentliche Debatte darum, ob das Fach Türkisch als Fremdsprache dem noch hinzugefügt werden sollte. Und wir haben diese öffentliche Debatte als große Nachfragesituation wahrgenommen, und wir haben das angenommen und wollen deswegen in einem ersten Schritt jetzt über den rechtlichen Weg des Schulversuchs dieses Angebot kurzfristig zu ermöglichen. Das heißt, ab dem kommenden Schuljahr gibt es über den rechtlichen Weg des Schulversuchs dann eben auch Türkisch als Fremdsprache an unseren Schulen. Und im Zuge dieses ersten Schrittes haben zwei Schulen erklärt, zum neuen Schuljahr diesen Schulversuch mitzutragen. Aber ich will auch ganz klar sagen, dass im darauffolgenden Schuljahr alle weiteren Schulen, die das wollen, einsteigen können. Und wir sind auch schon einige Interessensbekundungen von Schulen diesbezüglich bekannt, sodass es eben nicht dabei stehen bleibt, sondern wir auf diesem Weg weitergehen werden. Und ich sage auch ganz klar, dass im dann darauffolgenden Schuljahr das Angebot in den Regelbetrieb gehen soll, wenn es nachgefragt wird. Und das heißt, Türkisch als Fremdsprache wird ordentliches Unterrichtsfach in Hessen, und der Schulversuch ist der Weg dahin und kein Ersatz dafür. Es kursieren gerade eine Menge Missverständnisse hinsichtlich des Weges über den Schulversuch. Daher will ich hier noch einmal ganz klar sagen, es war keine Beschränkung von Seiten der Koalition oder irgendwer anders auf die Anzahl, sondern die Anzahl resultiert aus der Anzahl der Anmeldungen. Und wir freuen uns über alle weiteren teilnehmenden Schulen im kommenden Jahr. Es ist nicht Verzögerung, sondern es ist eine Gestaltung des Weges zum Unterrichtsfach, die wir über den Schulversuch gehen. Und das ist die zentrale Botschaft. Und wenn gefragt wird, wieso sagt ihr das denn mit den nachfragenden Schülerinnen und Schülern? Auch bei jeder anderen zweiten und dritten Fremdsprache ist es doch so, dass das schulische Angebot davon abhängt, dass auch Schülerinnen und Schüler das nachfragen. Wenn Sie sich beispielsweise beim Fach Altgriechisch das vor Augen führen, dann sehen Sie, dass das durchaus, sage ich mal, in der zeitlichen Dimension abnehmend sein kann. Aber unsere Arbeitsthese ist ja gerade, dass es die Nachfrage an dieser Stelle gibt, weil das eben die öffentliche Diskussion sehr deutlich gemacht hat. Und das Interesse an dem neuen Fremdsprachenangebot so ist, liegt an der engen Verbindung beider Länder, und es dient dazu, das schulische Angebot dient dazu, dass kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen zwischen Deutschland und der Türkei gestärkt werden können. Ziel unserer Koalition ist, die individuelle Mehrsprachigkeit unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern, weil sie eine Schlüsselqualifikation einer globalisierten Welt ist. Und dabei begreifen wir es als Chance und Bereicherung für die gesamte Gesellschaft, wenn wir dabei auch die Herkunftssprachen, die es bei uns in Deutschland gibt, berücksichtigen und anerkennen, weil wir das nämlich genauso zur Stärkung unserer Rolle in einer globalisierten Welt nutzen können und weil das unsere kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft weiter stärken wird. Aus diesem Grund freuen wir uns über die stetige Weiterentwicklung des Fremdsprachenangebots, bei dem nun Türkisch hinzugefügt wird.
Der Schulversuch ermöglicht es allen Schulen, ich wiederhole, allen Schulen, die das wünschen, im kommenden und übernächsten Jahr bereits mit Türkisch zu starten, bevor das Fach dann in den Regelbetrieb übergehen soll. Vielen Dank, Herr Abgeordneter May. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Promny das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielfalt als Chance begreifen, Türkisch als Fremdsprache an hessischen Schulen. Haben Sie sich auch gefreut, als Sie den Titel der Aktuellen Stunde gesehen haben? Haben Sie auch gedacht, Mensch, was ist das für eine Kehrtwende, die die Landesregierung da gerade eben hingelegt hat? Haben Sie die Bedeutung der türkischen Sprache für unser Land doch tatsächlich erkannt? Das wäre ja für viele Menschen in unserem Land mit türkischer Migrationsgeschichte zu wünschen, gerade für diejenigen in zweiter und dritter Generation. Aber es wäre auch für uns alle zu wünschen, weil nach Jahren der Diskriminierung und Ausgrenzung die Bedeutung der türkischen Sprache dann endlich anerkannt wird. Aber was ist denn die bittere Wahrheit? Türkisch kommt nicht in den Fremdsprachenkatalog des Landes. Nein, was die Grünen da jetzt machen, ist schlicht und ergreifend die Vermarktung von einem Schulversuch an sage und schreibe zwei Schulen, meine Damen und Herren. Zwei Schulen. Zwei. Zwei Schulen. Und wir wissen, lieber Kollege Wagner, wir wissen doch, an wem es liegt. Wir wissen doch, an wem es liegt. Ja? Und dementsprechend unterschiedlich sind ja auch die Pressemitteilungen gewesen von den Grünen und der CDU. Was haben denn die Grünen da geschrieben? Schauen wir mal. Türkisch als Fremdsprache. Auf den Schulversuch soll Regelangebot folgen. Frohlockten sie ja geradezu. Es schien ja so ein bisschen, als ob man da den Gute-Laune-Thema 8 Minuten statt 4 Minuten nur ziehen hat lassen. Ne? Also so richtige Ekstase pur. Die CDU hingegen, die hat ja etwas ganz anderes geschrieben. Die hat hingeschrieben, Hessen baut sein umfangreiches Fremdsprachenangebot weiter aus. Von Türkisch war da erst einmal nichts zu hören, meine Damen und Herren. Nichts zu hören. Und dann, ach, ganz unten, letzter Satz. Darüber hinaus wird Türkisch als Fremdsprache in einem Versuch an zwei Schulen angeboten. Zwei Schulen. Ja. Und der Kultusminister macht es natürlich ganz elegant. Der wurstelt sich dann da irgendwie so durch und er sagt, es sei bei einer entsprechenden Nachfrage, der Übergang von einem Schulversuch hin in ein allgemeines Unterrichtsangebot geplant. Ja, na, lieber Herr Kollege, ich will jetzt mal auf den Kollegen May noch eingehen. Sie müssen ja schon ehrlich sein. Was Sie ja hier machen, ist maximal ein Trostpflaster. Mehr ist es nicht. Und das ist auch eine wohlwollende Sichtweise. Und bei einem Schulversuch muss man ja schon mal die Frage stellen, wie aussagekräftig denn die Ergebnisse am Ende des Tages sind. Ja? Ich glaube zum Beispiel, dass sich die entsprechende Nachfrage in Lolla, Kassel, Hanau oder Darmstadt durchaus unterscheidet. Und vielleicht kann uns der Kultusminister ja mal noch darlegen, warum ein Schulversuch an zwei Schulen Ergebnisse für ganz Hessen liefern soll. Meine Damen und Herren, ich habe ja schon in der letzten Plenardebatte zu dem Thema explizit darauf hingewiesen, dass die Türkei ein wichtiger Handelspartner von uns ist, dass die Türkei ein Bündnispartner ist und dass wir nicht zuletzt vielfältige Beziehungen zu der Türkei haben. Für uns Freie Demokraten ist daher klar, die türkische Sprache gehört in die Klassenzimmer, meine Damen und Herren. Und das ist eine Frage der Wertschätzung, das ist eine Frage des Respekts, Respekt gegenüber den vielen Menschen, die in unserem Land leben, die enge Verbindungen haben zur Türkei, sei es jetzt familiär, sei es kulturell oder wirtschaftlich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Promny. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abgeordnete Scholz das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Mit der heutigen Aktuellen Stunde und dem vorauseilenden Medienrummel um das Thema Türkisch als zweite Fremdsprache an hessischen Schulen starten nun auch die Grünen den Wettlauf, vor allem um die Wählergunst in der türkischsprachigen Bevölkerung Hessens. Nach Einschätzung der Grünen sei es diskriminierend und unverständlich, dass man den Stellenwert von Türkisch nicht mit denen von Arabisch und Portugiesisch gleichsetze. Meine Damen und Herren, dass eine Regionalsprache, die außerhalb der Türkei kaum gesprochen wird, gleichrangig mit Arabisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch und Spanisch zu behandeln sei, erschließt sich mir nicht. Mit nur etwa 63 Millionen Muttersprachlern nimmt Türkisch auf der Liste der meistgesprochenen Sprachen sage und schreibe Rang 22 ein. Das liegt zwischen Tamil und Kantonesisch. So viel dazu, meine Damen und Herren. Der Abgeordnete Frömmrich stellt in einer Pressemitteilung die Behauptung in den Raum, individuelle Mehrsprachigkeit könne zudem den schulischen Spracherwerb positiv beeinflussen. Fremd-, aber auch herkunftssprachlicher Unterricht spielten deshalb in der schulischen Bildung eine entscheidende Rolle. Dies dokumentiert erneut, wie weit Sie doch von der schulischen Realität entfernt sind. Denn genau das Gegenteil ist hiervon in der Regel gegeben. Mehrsprachiges Lernen, meine Damen und Herren, ist erwiesenermaßen dann erfolgreich, wenn die Kinder von Geburt an mit beiden Sprachen aufwachsen. Beispiel: Der Vater spricht Deutsch, die Mutter mit dem Kind ausschließlich Kroatisch, Spanisch oder Türkisch. Die Realität sieht vielmehr so aus, dass die meisten Kinder aus Migrantenfamilien ausschließlich in ihrer Muttersprache erzogen werden, auch dann, wenn sie hier geboren wurden. Jedes vierte Kind spricht zu Hause kein Deutsch. Diese Fakten sollten Ihnen eigentlich bekannt sein, meine Damen und Herren. Denn Sie wissen ganz genau, dass eine Sonderauswertung der PISA-Studie bereits aus dem Jahr 2018 ergab, dass mehr als ein Fünftel der Schüler beim Lesen nicht einmal das Mindestniveau zur Teilhabe am Gemeinschaftsleben aufweist. Dieser Befund hat sich aufgrund der Pandemie nochmals verschärft. Sie wissen weiterhin ganz genau, dass in vielen, insbesondere türkischen Einwandererfamilien, auch noch in der dritten Generation kein korrektes Deutsch gesprochen wird. Und vor diesem Hintergrund gehen Sie mal in die Schulen, dann hören Sie da genau mal hin. Und vor diesem Hintergrund wollen Sie allen Ernstens zu den 9 bereits wählbaren Fremdsprachen für die hessischen Schüler, die ab dem Schuljahr 23/24 um 2 weitere ergänzt werden sollen, mit der Fremdsprache Türkisch das Dutzend offenbar vollmachen. Vielleicht warten Sie doch erst einmal das Evaluationsergebnis der unter Ihrer Beteiligung agierenden Landesregierung ab, die zu Beginn des nächsten Schuljahres an 2 hessischen Schulen einen Modellversuch mit Türkisch als zweite oder dritte Fremdsprache starten möchte. Auf dieses Ergebnis sind wir sehr gespannt. Oder, meine Damen und Herren, Sie verfahren weiterhin nach dem Motto, was schert uns die Einhaltung methodischer Standards, wenn das ideologische Ziel ohnehin bereits feststeht. Meine Damen und Herren, wer in der Lage und willens ist, weitere Fremdsprachen zu erlernen, dem sollte dies im Rahmen fakultativer Kurse in der nachmittäglichen Ganztagsbetreuung oder durch die Teilnahme an externen Sprachlehrkursen unbedingt ermöglicht werden. Und an Sie, liebe GrünInnen, Sie fordern Wertschätzung für die sprachliche und kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft ein. Wir, die Alternative für Deutschland, fordern Wertschätzung für unsere deutsche Muttersprache und Kultur. Punkt. Aufgrund ihrer verfehlten Bildungspolitik als regierungstragende Fraktion sind immer weniger Schüler überhaupt in der Lage, die Vielfalt der deutschen Sprache aktiv auszuschöpfen. Hierfür tragen Sie die Verantwortung.
Wann, meine Damen und Herren, beginnen Sie damit, sich in gleichem Maße, wie Sie für den Ausbau des Fremdsprachenangebotes eintreten, die deutsche Sprache zu stärken, indem Sie ihr zum Beispiel auf Bundesebene Verfassungsrang einräumen? Das ist schon lange überfällig. Österreich und die Schweiz können hier immer als Vorbilder dienen. Und damit komme ich zum Schluss, meine Damen und Herren. Was Hessen sicherlich nicht benötigt, ist Türkisch als 12. wählbare Fremdsprache an unseren Schulen. Daher unser dringender Appell an Sie, halten Sie das Interesse am Fremden wach, aber vergessen Sie darüber nicht das eigene. Die schon länger Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes Frau Kula. Sie haben das Wort. Jetzt sind alle gut gelaunt und Frau Kula hält den Level aufrecht. Bitte schön. Schwierig. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, gute Laune ist nach diesen Reden halt immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche es, aber ich kann es auch nicht versprechen. Weil vor 3 Jahren wurde eine Petition mit mehr als, glaube ich, 20.000 Unterschriften an den Hessischen Landtag übergeben. Darin forderten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner die Einführung von Türkisch als Wahlpflichtfach für die zweite bzw. dritte Fremdsprache an weiterführenden Schulen. Man könnte meinen, wenn man jetzt diesen Titel der Aktuellen Stunde der Grünen liest, dass sie das jetzt umsetzen würden. Ja? Vielfalt als Chance begreifen. Das klingt nicht nur nach einer Überschrift frisch aus dem grünen Phrasengenerator. Es ist auch schlicht und ergreifend eine absolute Lüge, meine Damen und Herren. Es ist falsch. Als die Landesregierung im letzten Jahr Arabisch, Polnisch, Portugiesisch und Chinesisch in den Fremdsprachenpool aufgenommen hat, da schauten die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie die Petenten von 2018 in die Röhre. Und Herr May, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das ja jetzt in den Fremdsprachenkanon aufnehmen, warum haben Sie das denn nicht letztes Jahr gemacht, als Sie das hier umgesetzt haben? Nein, Sie wollen das nämlich nicht. In Hessen ist Türkisch neben Deutsch die wichtigste Herkunftssprache. Und die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen sind entweder selbst aus der Türkei migriert oder leben in zweiter oder dritter Generation hier. Das sind in Hessen etwa 350.000 Menschen ungefähr. Und viele kamen als Gastarbeiterinnen oder Gastarbeiter nach Deutschland und haben den Wohlstand dieser Gesellschaft maßgeblich miterwirtschaftet, oft ohne daran gerecht teilhaben zu können. Bis heute. Fast 40% der ehemaligen Gastarbeiter müssen von Armutsrenten leben. Was eine Schande im Umgang mit der Lebensleistung dieser Menschen, meine Damen und Herren. Dass die Enkelgeneration jetzt nicht einmal die Herkunftssprache richtig erlernen, üben und notenrelevant einbringen kann, das wird von den Menschen dann eben auch als ein erneutes Zeichen der Respektlosigkeit und der Ausgrenzung wahrgenommen. Andere Bundesländer wie Berlin sind da schon deutlich weiter. Die Empörung im letzten Jahr war groß, als sich die Landesregierung dennoch beharrlich weigerte, Türkisch in den Fremdsprachenkanon in Hessen aufzunehmen. Und jetzt erleben wir etwas, was eigentlich sinnbildlich für diese schwarz-grüne Koalition ist. Die Grünen werden von den eigenen Anhängern und der Mitgliedschaft ordentlich Feuer bekommen haben, sich für den Türkischunterricht einzusetzen. Der Koalitionspartner von der CDU will das aber einfach nicht. Und jetzt haben sie sich eben auf den kleinstmöglichen Nenner Schulversuch an 2 Schulen geeinigt. Herzlichen Glückwunsch, will ich an dieser Stelle sagen. Und man muss auch sagen, weder für Arabisch, noch für Polnisch, noch für Portugiesisch oder sogar Chinesisch brauchte es einen Schulversuch. Diese Sprachen wurden einfach in den Wahlpflichtkanon aufgenommen. Nur bei Türkisch wird diese Hürde vor ein flächendeckendes Angebot bewusst gesetzt. Und dafür feiern sich die Grünen jetzt sogar noch in der Aktuellen Stunde. Was soll man dazu eigentlich noch sagen?
Und ich glaube, damit haben Sie sich selbst auch einen Bärendienst erwiesen, weil doch klar ist, dass das eine reine Mogelpackung und eine Verzögerungstaktik ist. Aber ich kann Ihnen versichern, die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und auch die türkischen Gemeinden lassen sich nicht so leicht verballhornen. Und vor zwei Tagen haben ja auch die GEW, der Elternbund, der türkische Elternbund und die türkischen Gemeinden eine Presseerklärung herausgegeben, in der sie ihre Enttäuschung und auch Wut über ein solches Vorgehen zum Ausdruck zu bringen. Statt die Landesregierung für diesen äußerst denkwürdigen und für sich entsprechenden Schritt zu feiern, sollten die Grünen sich lieber überlegen, wen sie hier im Parlament eigentlich noch veräppeln wollen. So leicht können sie sich an dieser Stelle einfach nicht machen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Kollege Yüksel. Ich suche ihn gerade, da ist er. Bitte schön. Und danach Dr. Falk. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz zu Ihnen, Herr Schulz. Gott sei Dank, dass Sie nicht Lehrer meiner Kinder geworden sind. Und die können beide perfekt Deutsch und beherrschen sie auch englische Sprache auch perfekt. Und es wäre nicht schlecht gewesen, wenn Sie auch, ja. Ja, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Hessen in einer Legislaturperiode 5 Jahre Zeit, um politische Ziele durchzusetzen. Was bleibt nach der Legislaturperiode beim Thema Türkischunterricht übrig? Ich kann es Ihnen beantworten. Ankündigungen, ein Schulversuch mit gerade einmal 2 Schulen und ein Versprechen für die Zukunft in der nächsten Legislaturperiode. Das ist sehr wenig. Das reicht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich dennoch, dass jetzt überhaupt etwas in Bewegung der Ausbau der angebotenen Fremdsprachen kommt. Die Förderung von Mehrsprachigkeit bekommt so einen weiteren Baustein. Es ist gut, dass in den kommenden Jahren Angebote für Portugiesisch und Arabisch an hessischen Schulen geschaffen werden. Das war ja auch unsere Forderung. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Landesregierung eigentlich zur Auswahl bzw. zur Selektierung Fremdsprachen kommt. Das müssen Sie mir erklären. In Pressemitteilungen der Landesregierung ist dann davon die Rede, dass die Schülerzahl, der die weltweite Verbreitung der Sprache entscheidend sei. Das habt ihr auch im Ausschuss auch gesagt. Es geht um Weltsprachen und europäische Sprachen. Ist Griechisch keine europäische Sprache? Spielt denn für die Landesregierung gar keine Rolle mehr, dass fast über 350.000 Menschen in Hessen Türkisch sprechen? Kern der politischen Auseinandersetzung um den Türkischunterricht in Hessen ist doch, dass Sie nicht einig sind in der schwarz-grünen Koalition. Die Grünen drängen auf die Einrichtung des Türkischunterrichts, während der CDU zusammen mit dem Kultusminister bremst. Was dabei jetzt allerdings rauskommt, ist ein schlecht argumentierter, fauler Kompromiss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Während für Portugiesisch und Arabisch Angebote einfach eingerichtet werden, organisiert die Landesregierung für Türkisch einen sogenannten Schulversuch an 2 Schulen in Lolla und Kassel. Das Problem ist doch, ein Schulversuch Türkisch hat bereits in der Vergangenheit schlecht funktioniert und gescheitert. Es liegt in der Natur eines Schulversuchs, dass man die Ergebnisse bei der weiteren Entscheidungsfindung berücksichtigen möchte. Hier zeigen sich aber die Unterschiede von CDU und Grünen. Die einen wollen schauen, ob sie sich an den beiden Schulen genügend Nachfrage gibt. Die anderen wollen die Sprache in den Regelunterricht einführen. Bitte entscheiden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie wollen. Der Kompromiss-Schulversuch ist peinlich, und dass Sie, liebe Kollegen von den Grünen, hier abfeiern wollen, ist auch unverständlich. Türkischunterricht, aber auch Griechisch gehört als 2. und 3. Fremdsprache in regulärer Unterricht. Ich erkenne die Fortschritte bei Türkischunterricht an. Warum dafür solche Wege ohne Ambitionen gewählt wurde, das muss die Landesregierung erklären. Dass hier der Eindruck entsteht, manche Sprachen müssten anders behandelt werden als andere, ist fatal. Ich bin nicht der Einzige, der hier von einer Diskriminierung des Türkischen erkennt. Es ist auch eine Selektierung dieser Sprache. Ich hatte gehofft, dass Kultusminister Lorz
auf die zahlreichen Protestschreiben im vergangenen Jahr reagiert und türkisch im Regelunterricht integriert. Gerade in der türkischen Community hatten Ankündigungen aus dem letzten Sommer Verbitterung ausgelöst. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Portugiesisch oder Arabisch oder Schulversuch eingeführt werden, ohne Schulversuch eingeführt werden, während Türkisch Umweg über Schulversuch nehmen muss. Das müssen Sie mir erklären. Ich verstehe das nicht. Auch die griechische Community wartet weiter auf Berücksichtigung ihrer Anliegen. Es ist unverständlich, warum die Koalition die griechische Sprache total ignoriert. Sie ist die älteste Sprache in Europa und es ist auch eine offizielle Sprache in der Europäischen Union. Leider gab es keine engagierte Reaktion der Landesregierung und der Koalition. Ich möchte das Fremdsprachenangebot in Zukunft verlässlich, verbindlich und Beständigkeit das Ziel der Landespolitik werden. Mit dem Schulversuch Türkisch versucht die Landesregierung in einem durchsichtigen Manöver nur Entgegenkommen gegenüber der türkischen Community vorzutäuschen. Schwarz-Grün trägt eine koalitionsinterne Uneinigkeit leider auf dem Rücken der Hessinnen mit Migrationshintergrund aus. Wir fordern gemeinsam mit der hessischen Initiative Fremdsprache die Landesregierung erneut auf, Türkisch, aber auch die Griechisch im Fächerkanon der zweiten und dritten Fremdsprachen einzuführen. Sie denken bitte? Ich denke nicht. Die Wertschätzung des türkischen Griechischen ist ein verheerendes politisches Signal, weil es in den Communities ein Gefühl der Zurückweisung fördert. Hier haben wir heute sehr viel über Heimatgefühl gesprochen. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde ausgegrenzt und nicht respektiert, und dann habe ich das Gefühl, dieses Heimat nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Yüksel, dass Sie nachgedacht haben und dann das Ende Ihrer Rede gefunden haben. Dr. Falk ist als Nächster dran. Eine Kollegin von mir hatte vorhin gesagt, man sollte nicht bei den Redezeiten Brutto und Netto verwechseln. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass das gerade für Sozialdemokraten gilt. Ich gebe Herrn Dr. Falk das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute Morgen schon sehr viel über Heimat gesprochen. Ich finde, eine tolle Möglichkeit, die Heimat auch von anderen Menschen kennenzulernen, ist, die Sprache zu lernen. Und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass wir in einem kulturpolitischen Ausschuss aufgrund eines Antrags von CDU und Grünen beschlossen haben, das Fremdsprachenangebot für die zweite und dritte Fremdsprache von 7 auf 11, also um 4 zu erhöhen. Hinzugekommen sind Arabisch, Chinesisch, Portugiesisch und Polnisch. Das ist eine Erhöhung um 50% und ein großer Schritt für das Fremdsprachenangebot in Hessen. Und die Auswahl dieser Fremdsprachen, es wurde ja Herr Dr. Falk, Entschuldigung, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Degen zu? Na, selbstverständlich. Ja, ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Falk, nur eine Frage. Bei diesen weiteren Sprachen wurde dort auch ein Modellversuch vorher durchgeführt? So, jetzt bitte. Sind Sie soweit? Ja. Ich will nur gerade erläutern, weil auch eben gefragt wurde, wie kommt diese Sprachauswahl zustande? Wir haben gesagt, wir schauen uns, ich erkläre es gleich noch, wir schauen uns als Auswahlkriterium an, die Bedeutung der Sprache weltweit. Das kann man in Wikipedia nachlesen. Das mag dem einen oder anderen nicht passen. Vielleicht ist die gefühlte Bedeutung einer Sprache höher als die dann tatsächlich gesprochene Sprache. Aber das war das Auswahlkriterium. So. Und ich will nur daran erinnern, wir hatten ja auch den Schulversuch Türkisch schon vor einigen Jahren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt bei Null anfangen. Das gab es ja alles schon. So, ich will aber auch noch mal sagen, was kein Kriterium war, was eben auch bei der FDP angeklungen ist, kein Kriterium für die Auswahl einer zweiten oder dritten Fremdsprache ist die Bedeutung des Herkunftslandes für die Bundesrepublik Deutschland oder für Europa oder für uns in Hessen. Das ist kein Kriterium. Wir haben auch sehr viele befreundete Länder, die wir damit zurücksetzen würden. Ich sage es mal, viele kaufen bei schwedischen Filialen ein und fahren nach Schweden in Urlaub. Und Schwedisch ist auch keine zweite oder dritte Fremdsprache.
Wir schauen uns auch nicht die Regierungen an. Wenn man momentan in die Türkei schaut, wie die sich verhalten zum NATO-Beitritt der Schweden und der Finnen, hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass man jetzt besonders dankbar sein muss, was Herr Erdogan da veranstaltet. Herr Dr. Feig, Sie sind sehr begehrt bei Zwischenfragen. Darum geht es überhaupt nicht. Möchten Sie Frau Kula auch? Na, selbstverständlich, Frau Kula. Das ist sehr großzügig. Vielen Dank. Normalerweise frage ich immer nicht so gerne dazwischen, bringt einen ja raus. Aber an der Stelle hat es mich doch gekitzelt. Herr Dr. Feig, in wie vielen Ländern dieser Welt wird denn Polnisch gesprochen? Sie haben recht. Vielen Dank, dass Sie aufgepasst haben. Es geht auch nicht nur um die. Das eine Kriterium ist ja die Anzahl der Menschen, die das weltweit sprechen. Das andere ist natürlich auch sozusagen die Länder, die an Deutschland angrenzen. Und wir haben eben eine ganz besondere Beziehung zu Polen. Und deshalb ist auch Polen sozusagen jetzt hier mit aufgenommen worden. So, das haben wir das letzte Mal. So, jetzt lassen wir bitte mal den Redner reden, damit er das Brutto und Netto noch irgendwie zusammenkriegt. Genau. Ja, also das war das. Und jetzt will ich Ihnen noch kurz erläutern, was ist fremdsprachlicher Unterricht? Fremdsprachlicher Unterricht richtet sich an Menschen, die mit einer Sprache beginnen, die also anfangen zu sagen, mein Name ist Horst, wie heißt du, wo ist der Bahnhof? Mir erleuchtet das nicht, warum wir sozusagen für viele Menschen in Deutschland oder auch in Hessen, die Türkisch als Muttersprache haben, einen fremdsprachlichen Unterricht einführen sollen. Das muss mir mal jemand erklären. Wir führen fremdsprachlichen Unterricht ein für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen und nicht speziell für eine bestimmte Gruppe aus einem bestimmten Herkunftsland. Für diese Gruppe gibt es den herkunftssprachlichen Unterricht. Den gibt es, der ist etabliert und der ist auch sehr beliebt. Und von daher ist es nicht ganz nachzuvollziehen, wieso wir Muttersprachler mit Sprachbeginnern in eine Klasse setzen wollen. So, jetzt gucke ich noch kurz auf die Uhr. Der Schulversuch ist schon ausreichend gewürdigt worden. Wir hoffen, dass das klappt. Der Schulversuch steht allen Schulen in Hessen offen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie wird er angenommen und wie setzt er sich dann fort? Wie wird die Sprache Türkisch als Fremdsprache angenommen? Eines bleibt jedoch klar, das Wichtigste, um eine neue Sprache zu erlernen, ist, die Bildungssprache Deutsch zu beherrschen. Deshalb ist es auch ganz wichtig, wenn wir den Spracherfolg in Fremdsprachen sicherstellen wollen, dass wir auch die Bildungssprache Deutsch gut vermitteln. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die vielen Fragen. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Dr. Feig, dass Sie trotzdem noch Brutto und Netto zusammengeführt haben. Es liegen von den Abgeordneten keine weiteren Wortmeldungen vor. Der Kultusminister hat das Wort. Herr Professor Lotz. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Debatte knüpft, das ist ja hier schon thematisiert worden, an eine an, die wir vor ziemlich genau einem Jahr in diesem Hohen Hause geführt haben. Inzwischen hat sich die Sachlage etwas verändert. Und deswegen will ich auch nicht alles wiederholen, was ich vor einem Jahr dazu gesagt habe, sondern vor allem auf das Neue eingehen. Aber ein paar wichtige Dinge müssen wir doch noch einmal klarstellen. Erstens. Mehrsprachigkeit ist eine wertvolle Ressource, die wir wertschätzen und fördern müssen. So haben wir das schon zu Beginn dieser Legislaturperiode im Koalitionsvertrag festgehalten. Und dazu bekennt sich diese Landesregierung und auch ich als Kultusminister. Zweitens. Ich würde auch am liebsten alle Sprachen dieser Welt sprechen, weil ich die Vielfalt der Sprachen auf dieser Welt als einen der größten kulturellen Reichtümer der Menschheit betrachte. Aber wir können einfach an der Schule nur eine begrenzte Zahl von Sprachen als Fremdsprachen unterrichten. Und deswegen muss man notgedrungen eine Auswahl treffen. Drittens, und das ist mir jetzt ganz wichtig, diese Auswahl muss und darf nur nach fachlichen Kriterien erfolgen. Das darf bei allem Verständnis, gerade auch für patriotische Gefühle, die ja per se nichts Schlechtes sind, nicht entlang emotionaler Linien geschehen. Ob eine Fremdsprache in den Kanon der möglichen Zweitsprachen aufgenommen wird, darf nicht von persönlichen Vorlieben oder Antipathien abhängen und ist auch keine Frage von Nationalstolz oder Prestige.
Und wenn wir zulassen, lieber Herr Kollege Promny, dass die Einführung oder Nichteinführung eines Fremdsprachenunterrichts mit der Wertschätzung oder Nichtwertschätzung der dahinterstehenden Nation gleichgesetzt wird, dann kommen wir ins ganz kurze Gras, meine Damen und Herren. Und damit bin ich bei viertens und nehme gerne die Gelegenheit wahr, lieber Kollege Yüksel, um das auch noch einmal zu erklären, wie die Landesregierung zu den Differenzierungen, die uns in diesem Bereich nicht erspart bleiben, weil einfach die Kapazitäten dafür nicht da sind, um alle zu unterrichten, wie die Landesregierung zu dieser Differenzierung kommt. Denn die hergebrachten Kriterien für die Entscheidung über die Aufnahme einer Fremdsprache in den Kanon der Zweitsprachen ist die Bedeutung einer Sprache, und zwar außerhalb des eigenen Landes. Also von wie vielen Menschen sie wo gesprochen wird, wie die Beziehungen des eigenen Landes zu dem anderen Sprachraum ausgeprägt sind, weil diese Kriterien nämlich typischerweise einen Rückschluss auf das Interesse der Schülerinnen und Schüler zulassen. Und das ist das klassische Verständnis von Fremdsprachen als dem Tor zur Welt. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine gute und richtige Entscheidung, dass wir zum Schuljahr 2023/24 unser Portfolio um Portugiesisch und Arabisch erweitern werden. Denn Portugiesisch sprechen weltweit fast 250 Millionen Menschen als Muttersprache, Arabisch sogar über 300 Millionen. Portugiesisch ist darüber hinaus eine Amtssprache der Europäischen Union, Arabisch eine der Vereinten Nationen. Und ich muss jetzt einfach sagen, keines dieser Kriterien trifft auf die türkische Sprache zu. Auf die deutsche übrigens. Lassen Sie übrigens, eine Zwischenfrage von gleich, Herrn Jüchte zu. Gleich. Bitte. Auf die deutsche übrigens auch nicht. Mit Ausnahme des Status als EU-Amtssprache. Und deswegen beinhaltet diese Feststellung keinerlei Abwertung. Aber man kann auf dieser Basis auch keine Diskriminierung beklagen, meine Damen und Herren. So, und jetzt nehme ich gerne die Zwischenfrage von Herrn Yüksel. Moment, Moment. Türkisch, ob Sie Wissen und Kenntnisse darüber haben, wie viele Menschen in der Welt Türkisch sprechen? Schon. Also ich habe auch mehr als 63 Millionen gefunden, ich habe 75 Millionen gefunden, aber es ist auf jeden Fall egal, wie Sie rechnen, immer noch unter 100 Millionen. Lieber Herr Kollege Yüksel, danke für die Frage noch, die auch sicherlich Herr Professor Lorz noch beantwortet, aber wir wollten hier keinen Dialog zwischen Ihnen und dem Professor Lorz irgendwie aufkommen lassen. Sie haben das Wort und brutto gilt auch für Sie mit netto, aber Sie kriegen einen Überschlag. Bitte schön. Präsident, ich fürchte, den werde ich auch brauchen, weil hier sind eben viele wichtige Dinge drin, die sich in 5 Minuten nicht darstellen lassen. Ich bin kein Linguist, lieber Herr Kollege Yüksel, und ich spreche auch keine der Turksprachen. Aber ich habe natürlich, soweit man über die allgemein zugänglichen Quellen im Internet sich da informieren kann, habe ich mich natürlich darüber informiert. Und dann ist es einfach so, also diejenigen, die Türkisch sprechen, da auf dem Balkan beispielsweise oder im Iran, die sind da durchaus mitgerechnet. Aber Aserbaidschanisch zum Beispiel wird als separate Sprache geführt. Usbekisch sowieso. Ich weiß, dass es 40 Turksprachen gibt. Aber das ist nicht das Türkei-Türkisch oder Osmanisch-Türkisch, wie es auch oft bezeichnet wird. Sie können möglicherweise die Gruppe der oghusischen Sprachen dazu nehmen, dann müssen Sie Aserbaidschanisch noch dazu nehmen, dann sind Sie aber immer noch erst bei 100 Millionen. Aber Sie können mit Sicherheit nicht noch die ganzen anderen Sprachfamilien mit dazu nehmen. Es wäre so ungefähr, wenn Sie sagen würden, Deutsch ist eine westgermanische Sprache, also nehmen wir alle anderen westgermanischen Sprachen mit dazu. Da ist nur mal so als kleiner Hinweis dann auch Englisch mit dabei. Das ist etwas, ich weiß, das wird gerne so pauschal gesagt. Wie gesagt, ich maße mir auch nicht an, das linguistisch zu beurteilen. Vielleicht ist es auch alles falsch, was ich da im Internet mir zusammengesucht habe. Aber dann beweisen Sie mir bitte erst mal das Gegenteil. Auf jeden Fall, so steht es drin, wenn Sie anfangen, die Dinge zu googeln. So, aber jetzt will ich zu dem kommen, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Nämlich zu dem Neuen, was wir hier haben. Und ich darf noch einmal an die Debatte des letzten Jahres erinnern, als ich gesagt habe, ich bin offen dafür, diese Herangehensweise zu erweitern. Und dabei geht es ja vor allem um die Frage, ob die Zahl der Herkunftssprachler im eigenen Land auch ein Kriterium für die Einführung einer zweiten Fremdsprache sein kann. Und ich akzeptiere das Argument, dass auch daraus ein Bedarf nach einem Fremdsprachenangebot bei Schülerinnen und Schülern entstehen kann. Aber bitte schön, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist bis jetzt reine Theorie. Und vor allen Dingen aber, und darauf kommt es mir jetzt an, ist das ein echter Paradigmenwechsel. Es ist ein echter Paradigmenwechsel, weil nämlich daran bislang noch nie die Einführung einer zweiten Fremdsprache festgemacht worden ist. Und deswegen, das will ich nicht verhehlen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass diese Bereitschaft zu einem Paradigmenwechsel, dass diese Offenheit für ein ganz neues Kriterium hier teilweise so wenig beachtet und wertgeschätzt wird.
Lieber Staatsminister, ein bisschen bitte. Herr Präsident, ich weiß, ich nehme heute mal das Privileg der Landesregierung in Anspruch, weil es einfach ein paar Informationen gibt, die ich an dieser Stelle angesichts der vielen Missverständnisse in diesem Bereich unterwegs sind, noch klarstellen möchte. Denn ich möchte im Gegenteil, in der Tat, das ist ein wichtiges Thema, ich möchte im Gegenteil hervorheben, wenn wir jetzt einen Schulversuch zur Verifizierung des Bedarfs an Türkisch als Fremdsprache initiieren, gekoppelt mit der ausdrücklichen Bereitschaft, bei Vorliegen eines solchen Bedarfs Türkisch tatsächlich auch in den Kanon der zweiten Fremdsprachen aufzunehmen, dann ist das eine Vorzugsbehandlung, die bislang noch keiner anderen Herkunftssprache zuteil geworden ist. Und das müssen wir einfach mal festhalten. Ich halte es ausdrücklich für richtig, diesen Weg zu gehen. Aber es ist auch sinnvoll, das jetzt zunächst einmal im Wege eines Piloten zu tun. Erstens, eben weil es sich um einen Paradigmenwechsel handelt. Zweitens, weil für die reguläre Einführung einer neuen zweiten Fremdsprache erst einmal die Grundlage in Form von Kerncurricula etc. gelegt werden muss. Und da würden jetzt noch einige Jahre ins Land gehen, wo wir eben auch noch keinen Türkisch unterrichten könnten, wenn wir es nicht im Wege des Schulversuchs tun. Das heißt, auch das ist ein Entgegenkommen, um dieses Fremdsprachenangebot zu schaffen. Und drittens, weil wir natürlich auch noch die Erfahrung von vor 10 Jahren im Nacken haben, als der damalige Schulversuch in Türkisch mangels Nachfrage abgebrochen werden musste. Und das in einer Situation, in der der Anteil der Schülerinnen und Schüler türkischer Nationalität noch deutlich höher war. Wir beschulen nämlich mittlerweile im Grundschulbereich, das ist auch kaum bekannt, mehr Schülerinnen und Schüler bulgarischer, rumänischer oder afghanischer Herkunft als türkischer. Und von Griechisch gar nicht zu reden. Griechisch kommt nämlich da erst auf Platz 11. Und Sie wissen, ich habe Altgriechisch gelernt. Ich habe wirklich große Sympathien für die Sprache und ich habe großen Respekt vor Griechisch als der Wurzel unserer Kultur. Aber das sind einfach die nackten Zahlen, meine Damen und Herren. Und die müssen wir zumindest zur Kenntnis nehmen. Also, deswegen möchte ich mit dem Appell schließen, statt hier eine Debatte ums Prinzip zu führen und die dann auch noch emotional aufzuladen. Lassen Sie uns doch einfach diesen Versuch durchführen. Unterstützen Sie uns gerne dabei, Herr Kollege Yüksel. Sie sind doch sowieso überall im Land unterwegs, um Werbung zu machen. Helfen Sie uns doch, eine Schule in Frankfurt zu finden, die bei dem Schulversuch auch mitmacht. Ich nehme die gerne mit auf. Und wenn sich dann ergibt, dass der Bedarf gegeben ist, dann werden wir als Landesregierung auch entsprechend darauf reagieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Lorz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aktuelle Stunde Top 63, Drucksachennummer 20-8565, abgehalten.